Hallo zusammen. In diesem Video die Fortsetzung zu Grundlagen der Elektrotechnik für IT-Berufe. Nachdem im letzten Video die Begriffe Spannung, Strom und Leistung thematisiert wurden, schauen wir uns in diesem Video weitere elektrische Größen an und welche Bedeutung diese für den sicheren Betrieb haben. Beginnen möchte ich mit der Frage, ab wann wird das für uns gefährlich, also für uns Menschen, im Umgang mit der Elektrotechnik. Dazu folgende Analogie aus dem letzten Video, wo wir einen anderen Aspekt schon mal berücksichtigt haben. Hier geht's also, steht und fällt alles mit der Höhe des Stromes durch unseren Körper. Und im letzten Video hatten wir mal die Thematik, dass wir diese Begrenzung, ja, die Höhe, also die Neigung entsprechend festgelegt haben des Rohrs. Je höher dieses Rohr, also die eine Seite des Rohrs ist und die andere tiefer, dann habe ich eine größere Neigung. Eine größere Neigung ist analogietechnisch die Höhe der elektrischen Spannung. Das heißt, ich kann mit der Höhe der elektrischen Spannung auch den elektrischen Strom regulieren. Ja? Je höher die Spannung, umso höher der Strom. So war da die Überlegung aus dem letzten Video. Allerdings gibt es noch eine andere Größe, die auch das entsprechend hier darstellt. Mal angenommen, Sie haben ganz große Wassermassen bei am Anfang von beiden Rohren. Ja, das hoffentlich leuchtet das hier ein, dass diese große Wassermassen aufgrund der Verengung an dieser Stelle, ja, bei einem Rohr mit kleineren Durchmesser, dass da weniger Wassermassen rauskommen als beim unteren. Ja, die Analogie Durchmesser wäre jetzt an dieser Stelle im elektrotechnischen Kontext der elektrische Widerstand. Demzufolge hätten wir hier die zwei Beziehungen. Je größer der Durchmesser des Rohrs, umso mehr Wassermassen können dann fließen. Und im elektrotechnischen Kontext wäre das, je größer das, der Rohrdurchmesser, heißt das, da ist der elektrische Widerstand kleiner. Und wie der Name schon sagt, wenn der Widerstand kleiner ist, dann ist die Stromstärke höher. Ja, auf der anderen Seite haben wir die umgekehrte Analogie. Auch in der Elektrotechnik ist der Widerstand entscheidend für den Sicherheitsaspekt. Dazu schauen wir uns mal folgende Überlegungen an. Am Beispiel einer Waschmaschine funktioniert aber genauso wie für Server, Router, Switches oder andere Gehäuse. Ja? Wenn wir mal beispielsweise die Waschmaschine als Verbraucher haben und einen Motor mit der Elektronik entsprechend, die hier mal einstellen kann, die braucht grundsätzlich elektrische Energie, dann muss ich entsprechend die Waschmaschine an der Steckdose anschließen. Die Steckdose besteht in der Regel jetzt einfachheitshalber aus zwei Anschlüssen, möchte ich das Ganze erstmal ansprechen. Einmal den Außenleiter oder Phase genannt, L1. Normalerweise ist es die Farbe braun, aber ich habe ja kein Braun hier in meiner Farbpalette, sodass ich halt die graue Farbe genommen habe. Normalerweise wäre ja das L3 in dem Fall. Und damit der Stromkreis geschlossen wird, brauche ich natürlich auch den Neutralleiter N. Und zwar damit sozusagen ein Stromkreis zum Gerät, zum Verbraucher und dann wieder zurück gebracht wird. Allerdings, wenn wir jetzt mal auf die, normalerweise brauchen wir nichts weiter für den Stromkreis. Allerdings, wenn wir jetzt mal auf die Sicherheit achten, dann wären ja folgende Überlegungen dann wichtig. Was passiert nämlich, wenn, warum auch immer, am Gehäuse, ja, das Gehäuse ist leitfähig und aufgrund eines Isolationsfehlers gibt es halt von der Phase, ja, also quasi aktive Elemente, eine Verbindung zum Gehäuse. Ja, und zu allem Überfluss fasse ich auch das leitfähige Gehäuse an, dann würde dann der Strom über meinen Körper fließen jetzt an dieser Stelle und dann haben wir ja schon festgestellt, dass es natürlich das Gefährliche bei der ganzen Sache ist, dass der Strom über meinen Körper fließt und nachher würden wir dann halt feststellen, dass die Dauer da auch eine Rolle spielt. Also, warum fließt dann entsprechend hier der elektrische Strom? Weil natürlich hier mal angenommen ein größerer Widerstand vorhanden ist und der Strom sucht sich halt den Weg der Einfachheit halber über meinen Körper zu der Erdung. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, wie groß jetzt ist der Widerstand beim menschlichen Körper, der würde jetzt in dem Fall 2 Kiloohm, würde ich jetzt mal sagen, betragen, je nach
nach Zustand der Haut, weil die Haut hat auch einen Widerstand und mein Körper, das heißt Gewebe, Blut und andere Organe entsprechend, da kommt man Pi mal Daumen auf die 2 Kilo um und je nachdem, wie man wie der Zustand der Haut, also wenn die trocken ist oder feucht, also Feuchtigkeit fördert ja die Leitfähigkeit des Stromes, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also Worst-Case-Szenario wäre es, ich wäre im Bad und natürlich halt klassischer Beispiel Badewanne, dann ist es natürlich selbstverständlich dann vorbei. Wenn Sie sich jetzt an dieser Stelle fragen, ja, eigentlich, wie ist es mit der Sicherung? Da steckt ja schon das Wort sicher. Also, was macht die Sicherung eigentlich? Wird sie jetzt nicht ausgelöst? Ist natürlich jetzt eine berechtigte Frage. Allerdings wären wir jetzt an dieser Stelle quasi zu unterscheiden. Ja, wem sichert sie eigentlich? Also, die Überlegung, der Strom fließt durch unseren Körper, aber der ist jetzt nicht so groß, dass die 16 Ampere erreicht werden. Übrigens, die 16 Ampere, das ist die Schwelle, wo eine Sicherung dann entsprechend ausgelöst wird. Ja? Das heißt, wenn wir nachher mal die Formel haben, U ist gleich R mal E, wahrscheinlich haben Sie das mal in der Schule kennengelernt, und wir sagen, okay, die Stromstärke ist die Begrenzung bei 16 Ampere, dann müssen wir das U durch R rechnen, also umstellen, und dann kämen wir auf die maximale quasi oder halt die Strommenge, die durch unseren Körper dann fließt. Und wie gesagt, jetzt haben wir festgestellt, dass die Sicherung nicht löst, aber warum wird eine Sicherung überhaupt eingesetzt? Naja, aus einfachem Grund, damit die Geräte bzw. die Stromleitung vor Überlastung dann geschützt werden. Das heißt, sowohl die Endgeräte als auch die Kabel hier, wenn da Stromstärken über 16 Ampere dann fließen, dann würden dann entsprechend Kabelbrände entstehen, weil diese Leitungen nicht für sehr, sehr hohe Ströme dimensioniert sind. Ja? Ähnlich wäre das, wenn Sie halt irgendeine Batterie kurzschließen, dann wäre das natürlich auch ziemlich gefährlich. Und das ist natürlich absolut nicht zu unterschätzen, das mit den Kabelbränden, ja, das hat auch mit der Versicherung was zu tun, die Sicherung würde auch nicht zahlen, wenn irgendetwas in der Anlage nicht ordnungsgemäß ist, das heißt, sie haben irgendwelche andere Sicherungen angebracht und das würden den entsprechend die herausfinden schnell. Auch nicht zu unterschätzen, also nicht nur die Kabel, die Qualität, birgen dann irgendwelche potenzielle Gefahren, wie der BSI jedes Jahr immer wieder durch Tests herausstellt. Mal sind das halt irgendwelche Stifte in den Stecker, mal sind das die Steckdosen, die entsprechend von schlechter Qualität sind, mal sind das die Kabel und so weiter und so fort. Also immer darauf achten, welche quasi Qualität habe ich. Ja? Es gibt manche wirklich extra oder sagen wir mal so dünne, die Stifte von den Stecker ziemlich dünn, sodass das entsprechend der Kontakt wackelt in der Steckdose und dadurch entstehen dann ziemlich hohe Übergangswiderstände, die wiederum zu Überhitzung führen und. Also immer wieder mal Aspekt mit der miserablen Materialien in der Leitung, Isolation und so weiter und so fort. Aber zurück nun mal zu den PE-Leiter, weil das wäre jetzt entsprechend der nächste Punkt, was uns dann entsprechend schützt. Also, wie kriege ich das hin, dass ich mehr Sicherheit für diese Person dann entsprechend bewerkstelligen kann. Also, um den Stromschlag von oben hier ein bisschen vorzubeugen, werden wir entsprechend dafür sorgen, dass alle leitfähigen Gehäuseteile, mit denen man in Kontakt kommen könnte, entsprechend würde man entsprechend das Gehäuse hier an PE, am Schutzleiter, also PE, Protected Earth, an Schutzleiter dann verbinden und zwar fest. Das heißt, das ist eine feste Verbindung, die zunächst mal grün-gelb dargestellt ist. Rot wäre übrigens der Fehlerstrom, den ich hier noch zusätzlich auf diese Leitung eingezeichnet habe. Das heißt, die beiden Leitungen bleiben weiterhin wie oben. Allerdings kommt jetzt der Schutzleiter. Und zwar, was passiert, wenn das Gehäuse jetzt tatsächlich auch mit L1 in Berührung kommt? Dann würde entsprechend der Strom nicht über unseren Körper fließen, weil unser Körper zur Erinnerung hat einen Widerstand, sagen wir mal, von 2 Kilo Ohm. Und das ist sozusagen zu viel für den Strom,
Ja, der Strom sucht sich den einfacheren Weg aus und der einfachere Weg wäre ja die Kupferleitung, weil das ist ja auch eine Kupferleitung mit, ja, sagen wir mal so, idealerweise 0 Ohm, also mit einem ganz, ganz kleinen Widerstand und da würde dann entsprechend der Strom über den PE-Leiter fließen und ganz, also quasi die Verbindung geht dann weiter von der Steckdose Richtung Potentialausgleichsschiene, nennt man das. Die befindet sich ja im Keller und von dort aus dann direkt tief in der Erde verankert ist. Na gut, die nächste Frage, die wahrscheinlich bei Ihnen jetzt auftaucht. Warum kommen bei manchen Geräten, beispielsweise Rasierer, elektrische Zahnbürste und so weiter und so fort, die kommen ohne diesen PE-Anschluss daher? Also das sind ja diese sogenannte Eurostecker und das habe ich ja mal hier aufgenommen. Ja, das kennen Sie ja auch von Ihrem Handyladegerät und so weiter und so fort. Werden Eurostecker wahrscheinlich, weil die entsprechend überall im Euroraum dann eingesetzt werden, bis auf wenigen Länder. Und wie man das quasi in der Abbildung sieht, hier sind es ja zwei Pole. Da sehe ich jetzt kein quasi PE, was wir nachher hier mal thematisieren werden. Das sind ja die PE-Anschlüsse. Und hier sind es ja nur zwei. Heißt das jetzt eigentlich, dass wir weniger geschützt sind oder womit hängt es das zusammen, dass die einen halt so einen Stecker und die anderen andere Stecker. Ja? Wir schauen erstmal optisch, wie das überhaupt aufgebaut ist. Das heißt, die Leitung, also die Bereiche, die leitfähig sind, die sind eigentlich nur an dieser Stelle. Und das hat auch einen Grund, weil wenn Sie quasi diesen Stecker an der Steckdose stecken, dann sollte quasi nicht die Gelegenheit für den Finger, also falls jemand dann tatsächlich dann hier rankommt und das wäre ja leitfähig, dann würde man den also elektrischen Schlag bekommen. Und um das zu vermeiden, wird man eigentlich keine Chance haben, quasi ja, einen Stromschlag zu bekommen, wenn man da rankommt. Weil diese Kontakte sind dann tief in der Steckdose und da kommt man dann nicht mehr mit dem Finger heran. Aber jetzt nochmal zu der Frage, warum kein PE? Und das ist eigentlich eine ganz ja, einfache Antwort. Also wir wären hier bei der Frage, warum keine PE? Das hat also zwei Gründe. Zum einen sind es unter anderem, also quasi sind die unter Spannung stehende Teile doppelt isoliert oder verstärkt isoliert, je nachdem, damit der Mensch nicht mit ihnen in Berührung kommt. Ja, zum anderen haben diese Geräte an sich kleinere Leistung, sodass wir hier im Bereich dann in kleineren Bereichen, also der Rasierer, elektrische Zahnbürste oder ähnliches, die haben dann entsprechend nicht so große Leistung. Sollte der Berührungsstrom überhaupt dann geben bei solchen Geräten, dann darf der nicht größer als 0,5 Milliampere sein. Also diese 0,5 Milliampere, das wären ja die Wahrnehmbarkeitsschwelle, also dass ich überhaupt den Strom wahrnehme und dementsprechend müssen die da drunter sein. Das Zeichen hier übrigens ja, deutet wahrscheinlich auf die doppelte Isolierung hin. Das heißt, wenn ich solche Stecker verwende, dann muss ich halt die Schutzmechanismen woanders einbauen, dass der Mensch damit nicht in Kontakt kommt. Dann haben wir den ganz normalen Schoko-Stecker, nicht mit Schoko verwechseln. Das ist die Abkürzung für Schutzkontaktstecker. Und zwar zurück zum Bild, das wäre ja hier das ganz rechts. Und zwar, da haben wir auch den PE, ja, an zwei Stellen. Wundern Sie sich nicht hier mit dem anderen Norm, die Sie ja nicht bei allen Stecker haben. Das hat sich jetzt irgendwie ja, noch nicht so richtig durchgesetzt. Das sollte ja um die Verpolungssicherheit dann eigentlich dienen. Aber ist halt nicht unser Thema. Hier geht es prinzipiell um die Sicherheit, die wir hier mal berücksichtigen wollen. Also, das ist ja für alle Geräte geeignet, die mit einer, sagen wir mal, mittleren Leistung dann entsprechend ja, betrieben werden. Und eine Frage drängt aber jetzt auf als nächstes. Ja, Sie sehen wahrscheinlich hier noch einen Aspekt, den wir hier mal berücksichtigen. Sie haben ja bestimmt so einen Staubsauger oder Bohrmaschine, Haartrockner und ähnliches dann gesehen. Und jetzt frage ich mich ja, da gibt es halt diese Geräte. Die haben zwar so eine Art Schoko-ähnlichen Stecker, aber kein PE. Haben aber wohl höheren Strombedarf. Also ein Staubsauger oder Bohrmaschine, die haben ja schon im Kaffeebereich. Und wie ist es halt zu erklären, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, okay, das würden wir hier verstehen.
kleinere Leistung, aber hier größere Leistung. Und wie ist es jetzt eigentlich mit dem PE? Na gut, dann haben wir also quasi die Antwort, Konturenstecker. Das sind ja sozusagen, kann man ja sagen, die robusteren Eurostecker, die halt wesentlich belastbarer sind. Ja, das heißt, ich möchte mehr als die 2,5 Ampere Stromstärke durch die Verkabelung haben und ohne, dass da quasi ein Kabelbrand oder ähnliches dann herauskommt. Und das sehen wir hier an dieser Stelle. Ja, das können Sie auch bei Ihren Staubsauger sehen. Die werden dann entsprechend auch keine PE-Leiter haben. Und bei den Schutz quasi Mechanismen haben wir ja quasi hier noch, wenn wir das Ganze mal weiter mal den Schutzkonzept berücksichtigen. Also das sind ja mehr oder weniger wie Bausteine. Für jedes Baustein hat so einen Anwendungsfall. Also es gibt ja einen erhöhten Berührungsschutz sozusagen. Das würde ich Ihnen auch mal gern zeigen gleich. Also das hat man zunächst einmal die klassische Kindersicherung, also dass man halt nicht durch absichtliche Berührung der Kinder, ja, die sind neugierig und die wollen da entsprechend heran, entweder mit dem Finger oder mit irgendwelchen leitfähigen Geräten oder aber auch durch versehentliche Berührung. Also das kommt ja auch durch Zufall, kommt das ja schon vor. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal eine Steckdose haben, die so einen Kinderschutz oder Berührungsschutz haben, dann ist das natürlich auch ziemlich praktisch. Sagen wir mal so, ich hatte mal selber, das durfte ich mal selber erleben, ich hatte mal so eine Mehrfachsteckdose ohne diesen erhöhten Berührungsschutz. Und da war das so, dass diese Mehrfachsteckdose auf dem Boden lag und der Fernseher auf den auf einen erhöhten Tisch. Und an meinen Fernseher war so ein Klinkenstecker angeschlossen, den habe ich ab und zu mal für Audio verwendet oder ähnliches. Und dann hatte ich genau den Pech, also das muss man erstmal treffen, dass der Klinkenstecker genau auf dieser Steckdosenleiste gefallen ist, und zwar genau an der Stelle, wo die Faser war. Peng. Ja, da gab es einen Kurzschluss und der Fernseher war dahin. Also bei so einem Treffer hätte ich an dem Tag auch Lotto spielen gehen können. Und was ich damit sagen möchte, das passiert, also wirklich, es gibt ja dumme Zufälle, die passieren einfach mal. Und Ähnliches kennen ja die Autofahrer auch unter Ihnen, dass beispielsweise, wenn man ein Kleinmetall im Zigarettenzünder dann entsprechend gelangt, dann darf man dort die Sicherung wechseln. Dann haben wir einen weiteren Faktor, nämlich Überspannungsschutz, Schutz vor Blitz. Das würde ich Ihnen gerne mal zeigen. Hier steht eigentlich Übergangsschutz und im nächsten Bild sehen wir mal, also hier im ausgeschalteten Zustand. Ja, und wenn wir mal beispielsweise hier das einschalten, dann sehen wir, dass es die ganze Zeit hier auf Protection ist und das schützt vor, also vor Überspannungen wie Gewitter, Blitzschlag oder ähnliches. Das sehen wir mal hier, dass der maximale abgeleitete Strom schon ziemlich hoch ist und entsprechend, da wären wir mal auf der sicheren Seite. Wenn wir jetzt mal die Steckdosenleiste umdrehen würden, dann würden wir halt weitere Kenndaten hier sehen, die das Verständnis der Elektrotechnik dann helfen. Und zwar die blaue Markierung, die würde ich erst im nächsten Video dann ansprechen, damit das Video jetzt nicht so lang wird. Die Werte in Magenta, die würde ich gerne jetzt in diesem Zusammenhang mit der Sicherung thematisieren. Und zwar durch die vorhandene Sicherung im Verteilerkasten, ja, da haben wir schon mal drüber geredet, dass die dafür sorgt, dass die maximale Strombegrenzung in einem Stromkreis einfach mal auf 16 Ampere definiert. In der Regel befinden sich ja quasi diese in den meisten Haushalten mittlerweile, und das bedeutet, würden mehr als 16 Ampere durch eine Leitung dann fließen, dann löst die Sicherung aus. Und zwar, das liegt ja daran, dass ich entsprechend die Geräte und die Verkabelung entsprechend vor Kabelbrände schütze. Also bedeutet das, je höher die elektrische Belastung ist, umso entsprechend, nicht nur die Belastung mit 16 Ampere, sondern auch je länger das Kabel ist, ja, das dürfen Sie nicht unterschätzen. Das heißt, die Leitungslänge sorgt auch dafür, dass der Widerstand größer ist und die Leitung dementsprechend noch belasteter wird. Das heißt, wenn das Kabel länger sein soll,
dann muss es auch dicker sein. Das heißt, von Querschnitt muss es entsprechend dicker sein, damit der Widerstand nicht gefährlich steigt. Deshalb werden entsprechend für Herd- oder Durchlauferhitzer, die ja mehr belastet wird, ja, Herd hatten wir ja hier schon aus dem ersten Video, 4 kW, Durchlauferhitzer 18 kW, da sind sicherlich nicht die quasi an die Leitungsquerschnitte wie für ganz normalen Leuchte oder ähnliches. Ja, da muss man entsprechend auf die Geräte achten, welche Geräte mehr belastet werden, und da haben wir zum Beispiel bei Lichtanwendungen 1,5 Quadratmillimeter und solche dünne Kabel dann entsprechend einzusetzen. Bei anderen, bei Herd oder ähnliches, das wäre natürlich verantwortungslos und würde dann entsprechend für Brände sorgen. Da muss ich die 2,5 Quadratmillimeter dann wählen. Auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen starrer und flexibler Leitung. Das kennen ja die Elektroinstallateure unter Ihnen beispielsweise, dass man entsprechend unterscheiden muss, wenn die Verkabelung Unterputz oder Aufputz ist, oder die Unterscheidung zwischen quasi die Anschlüsse für ja, feste Geräte oder Anlagen oder bewegliche Geräte. Ja, da kann ich entsprechend bei beweglichen Geräten flexible Kabel auch einsetzen. Die 16 Ampere Sicherung, ja, da hatten wir ja hier schon das Thema, schützt auch wie gesagt, die Geräte auch, aber nicht den Menschen. Soll der Mensch jetzt geschützt werden? Ja, da sind wir bei anderer Thematik. Da müssten wir ein FI-Schutzschalter einsetzen. Wie funktioniert jetzt der FI-Schutzschalter? Und zwar ganz einfach im Prinzip. Sie können sich das so mal so vorstellen, dass mal zurück zu der Waschmaschine. Wenn der Strom jetzt zum Verbraucher fließt, nehmen wir mal halt den Fall hier an. Wenn der Strom durch den, also zum Verbraucher dann fließt, dann ist ja, wird die Ladungsmenge, die hier beispielsweise dann ja, transportiert wird, normalerweise mehr oder weniger in gleicher Höhe zum Neutralleiter zurückfließen. Ja? Und hier schaltet man so eine kleine Messeinrichtung im Stromkreis hier hinzu, dass man genau diese Differenz sehr zeitnah feststellen muss und den Stromkreis unterbricht, sobald dann irgendwelche Abweichungen gibt. Das heißt, wenn hier quasi gleiche Menge zurückkommt, dann weiß ich, alles in Ordnung. Sollten andere Ladungsmengen entsprechend woanders dann abfließen, dann stelle ich diese Abweichung, und dementsprechend wäre das eventuell die Gefahr da, dass irgendein Mensch dann entsprechend die Stromstärke dann entsprechend hier ja, berührt hat. Und Stromstärke ist nicht nur quasi den einen Faktor, sondern auch die Dauer ist eine ziemlich wichtige Entscheidungsfaktor, wie lange der Strom durch meinen Körper dann fließt. Da gibt es halt verschiedene Begrenzungen, entweder so eine Art Loslassschwelle, also den Verlust für die Muskelkontrolle, da können Sie sich nicht mehr kontrollieren. Deswegen muss jemand Ihnen dann entsprechend quasi von der Spannungsquelle entsprechend trennen. Oder da gibt es andere Schwellen, nämlich die Flimmerschwelle, wo das Herz entsprechend aus dem Rhythmus kommt, und da können Sie entsprechend hier auch quasi die Bereiche auf der Bildersuche, ja, Zusammenhang in Ruhe anschauen. Da können Sie entsprechend hier Zeit, Strom, Schwellen und so weiter. Also Loslassschwelle, Flimmerschwelle, dann kommt das ja automatisch noch in Ihrer Browser-Bildersuche. Zusammenfassend lässt sich dann halt hier feststellen, sagen, also trotz aller Schutzvorkehrungen, die wir heute glücklicherweise haben, gilt weiterhin: Solange Sie keine Elektrofachkraft sind, dürfen Sie keine Tätigkeiten weder am Verteilerkasten noch an Steckdosen oder sogar irgendeine Leuchte dann austauschen, weil die Spannungen ab 42 Volt für den Menschen gefährlich sind, je nach Alter beispielsweise. Also bei Kindern sind halt natürlich andere, oder halt man sagt ab 50 Volt, aber 42 ist sozusagen für alle Menschen, auch für Kinder, dann entsprechend als Richtwert. Wenn Sie also irgendwelche Experimente durchführen wollen, dann haben Sie immerhin die 9 Volt Batterien, und Sie können dann entsprechend dort Ihre Möglichkeiten suchen, um die Elektrotechnik zu entdecken. Ebenfalls sollten Sie jetzt quasi die Kabel nicht unterschätzen. Das haben wir jetzt schon thematisiert und nochmal hier untermauern. Nicht umsonst gibt es diese preisliche Unterschiede. Ja, wenn wir jetzt mal zurück auf die Abbildung hier schauen, wie kann man das eigentlich da feststellen? Hier sehen wir
CE-Zeichen, ja, das ist jetzt auch steht für irgendwelche Überprüfung, aber das wird leider nur durch den Hersteller angegeben und da wird quasi zunächst mal nicht kontrolliert. Ja? Keiner kontrolliert das, ob das stimmt oder nicht. Ab und zu, wie gesagt, führt der BSI Kontrolltests, aber das war's. Ja? Ob die gefälscht werden, die werden ja sehr, sehr gerne gefälscht, oder nicht, das wissen wir halt nicht. Hingegen dürfen halt solche Zeichen, GS, also Abkürzung für geprüft Sicherheit, die ist halt ein bisschen bedeutender, weil das nicht von jeder Firma einfach mal so gelabelt werden kann und zack, rausgebracht, sondern das dürfen ja nur zertifizierten Stellen, von zertifizierten Stellen durchgeführt werden, wie hier dargestellt, TÜV Süd, glaube ich, steht ja hier. Also darauf achten beim Kauf und zumindest stützig werden, wenn der Preis für Kabel oder andere Elektrosteckdosen oder ähnliches zu gut ist, dann dürfen Sie entsprechend skeptisch sein. Vor Ort natürlich ist der Vorteil, wenn wir halt online kaufen, dann sehen wir halt, dann fühlen wir die Qualität nicht, aber wenn wir das Ganze vor Ort kaufen, dann ist das natürlich, dann können wir fühlen, dann können wir auch nachvollziehen, wie die Materialien sind und die Zusammensetzung und so weiter und so fort. Natürlich ebenfalls entscheidend für uns ITler wären ja auch den Umgang natürlich mit Server, PCs beispielsweise, dass wir dort mit Armband damit also jegliche Ladungen abgeleitet werden, um die PC-Komponenten zu schützen. Außerdem dürfen die Netzteile nicht von irgendwelchen Leuten geöffnet werden, sondern nur durch Elektrofachkräfte, selbst im ausgeschalteten Zustand, ja. Also Sie können das auch online entsprechend Bildersuche tätigen und dann das Innenleben von solchen PC-Netzteilen dann anschauen. Die enthalten große Kondensatoren, ja, dort könnten sie richtig große Kondensatoren sein, im Serverbereich beispielsweise auch insbesondere, die elektrische Ladung für längere Zeit auch speichert und dementsprechend auch das Ganze gefährlich macht. Soweit zu den Gefahren des elektrischen Stromes, die hier quasi zusammengefasst sind. Also das sind die typischen Gefahren, die auch immer wieder in Prüfungsaufgaben dann kommen, wo man beispielsweise das mal berücksichtigt. Im nächsten Video erfahren Sie wichtige Informationen zu den Dimensionen, also zu PC-Netzteilen, also Funktionsweise, die Technologien, worauf man achten sollte und typische Prüfungsfragen zu Strompreisberechnung. Also wenn wir jetzt die Strompreise berechnen oder ermitteln sollen, dann wäre das ja auch dort im nächsten Video, wird das thematisiert. Falls Ihnen das Video geholfen hat, würde ich mich wie immer auf eine positive Reaktion freuen. Bis zum nächsten Video und tschüss.